Angelsee teilt sich nicht nur in zwei Bundesländern auf, Hessen und Nordrhein-Westfalen, sondern gehört auch touristisch gesehen sowohl zum Waldecker Land als auch zum Sauerland. Ich arbeite hier am Diemelsee in der Touristinformation. Wir sind unter anderem für die Wanderwege, fürs Radfahren, für die Urlaubstipps zuständig. Der Diemelsteig ist ein Qualitätswanderweg, der ist 63 Kilometer lang und wurde vom Deutschen Wanderverband zertifiziert. Auf dem Diemelsteig hat man aber jetzt auch die Möglichkeit, auf dem Trekkingplatz zu übernachten. Davon gibt es hier in der Region 9, also 9 Trekkingplätze insgesamt. Und hier bei uns am Diemelsee sind es 4 Stück. Das heißt, man kann von Trekkingplatz zu Trekkingplatz wandern und dort mit dem Zelt übernachten. Also wir haben heute eine Mischung gemacht aus beiden Fährschiff-Wanderwegen, aus dem Fährschiff-Wanderweg, den ganz normalen 9,5 Kilometer lang, und aus dem Fährschiff-Höhenwanderweg, der ist normal 8 Kilometer lang. Wir fangen an bei der Touristinformation, laufen dann über die Promenade zur Liebesinsel. Also die Liebesinsel ist eine romantische Halbinsel. Da kann man wirklich verweilen, sich hinsetzen, Picknick machen oder sogar baden. Also da hat man schon direkt das Urlaubsgefühl. Da ist auch kaum jemand, also es ist wirklich ein Insider-Tipp. Dann laufen wir von dort aus weiter zum Parkplatz Florenbicke. Und von dort aus geht es dann hoch auf den Berg St. Muffat zum Aussichtspunkt St. Muffat. Von dort aus hat man die beste Aussicht auf den See. Man sieht dort die beiden Arme, Diemelarm und Itterarm. Also man sieht wirklich den kompletten See, wie man den auch umrunden würde zu Fuß. Und man sieht eigentlich von dort den ganzen Naturpark Diemelsee. An dem Weiher unten raus von der Staumauer und sieht dort die komplette Mauer von unten. Und anschließend geht es dann weiter Richtung Fährschiff-Anlegestelle. Dort fährt in der Sommerzeit jede Stunde das Fährschiff los und da kann man dann auch Kaffee und Kuchen genießen. Und von dort aus würde man auch weiterlaufen, wenn man das Fährschiff nicht nutzen möchte, weiter zum Naturschutzgebiet. Am Itterarm. Und das ist wie ein Auenland. Also da sehen wir, wie der Biber dort arbeitet. Wir sehen die Bäume und Pflanzen im Wasser. Also das ist wirklich ein ganz besonderer Ort, den man sonst nichts irgendwo sehen würde. Man kann sich komplett auf die Natur einstellen. Und von dort aus geht es dann um den See weiter, wieder Richtung Heringhausen. Das Besondere am Diemelsee, dass der See so schön kompakt ist. Dadurch wirkt er für mich sehr charmant. Man kann den komplett umrunden. Die Gastronomiemöglichkeiten, die Freizeitmöglichkeiten, alles befindet sich innerhalb eines Ortes. Und das würde es auch für mich als Urlaubsgast so gemütlich machen.